du denn nicht, dass ich esse, Schatz? Hau rein, Bob. Küss die Kröte. Oh nein, knutsch sie nicht. Ich liebe dich, Bob. Küss mich. Na endlich. Ich ertrag das nicht. Hör auf, lass an. Nein. Doch. Nein. Doch. Feuer total großartig finden und wenn Sie außerdem noch wunderschöne Mädchen retten wollen, dann schließen Sie sich unserem Team an. Zur Belohnung bekommen Sie auch einen schicken Helm. Feuerwehrmann, Feuerwehrmann, Feuerwehrmann. Wieso kriegen die Schnitten nicht bei uns so einen Abgang? Ganz einfach, weil ihr keine Feuerwehrmänner seid, obwohl ihr das längst sein könntet. Feuerwehrmann, Feuerwehrmann, Feuerwehrmann. Wollt ihr hier? Halbe Portionen haben ja nichts verloren. Ja, aber wir mutieren zu wahren Superhelden, wenn es darum geht, Torten zu retten. Oh ja, hübsche Mädchen. Dafür kriege ich schlappe 610 Punkte. Ran die Pforte im Wind. Wir müssen die Schnitten retten. Oh, die Feuerwehrmänner sind da. Die Feuerwehrmänner sind da. Beeilung, das Feuer ist da drüben. Hilfe, Feuer, Feuer, Feuer. Hilfe, Feuer. Diese Courage, diese Kraft, diese schönen Lippen. Sie sind so schnuckelig. Ich will einen von denen haben. Jetzt werde ich mich bei euch bedanken. Hey, ich bin an der Reihe. Du durftest letztens schon den Klempner vernaschen. Ich meine, beglückwünschen. Und den Typen, der den Keller ausgepumpt hat. Oh, Schreck. Das war eine absolute Horrorshow. Und die ist noch nicht vorbei. Gib Gummi, die Alzheimer-Gang kommt näher. Hallöle, Schnitzel! Na, findest du unsere Wuchthelme erste Sahne? Ich brauche eure Hilfe! Er ist auf den Baum geklettert und jetzt kommt der Frechdachs nicht mehr runter! Sein lecker schmecker Abendessen wird noch kalt! Okay, runterholen ist unsere Spezialität! Slacks, hau rein! Keine Chance! Oh, eine sprechende Muschi! Das ist keine Katze! Das ist mein Großvater! Nein, sie lügt! Ich bin ein Vogel! Piep, 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 piep! Schönen guten Tag, verehrter Vogelkollege! Oh Gott, was ist denn das für ein Geschoss? Darfst du die Fliegen auch so? Nein, ich bin doch ein Vogel. Das ist mein Mittagessen. Ja, ich bin auch ein Vogel. Wenn ich sie für dich fange, könntest du mir dann das Fliegen beibringen? Klar, mach ich doch gern. Cheep, cheep, cheep. Hilf ja nicht, du Fatten. Jetzt seht euch diesen Clown an. Deckel der Klemme. Ich hab eine. Ich hab eine. Wir sind stolz auf dich. Und jetzt komm runter, du zahnloses Nasenlutsch. Na schön, wer dich hören will, muss schlucken. Wie hast du? Sieh mal, ich glaube, ich habe was im Auge. Nein, du hast was zwischen den Fingern und zwar eine hübsche Fliege. Gib her! Mein schönes Nest! Keine Sorge, mein Freund, ich baue dir eine neue Hütte. Toll, das ist ja ein Klassennest. Und bringst du mir jetzt das Fliegen bei? Du kleine Sumpfkrähe? Nein, 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 erst wird weggeschlappert, danach wird geflogen. Okay, ich vernasche es jetzt. Ich krieg euch. Wetten, dass ich euch kriege? Ich krieg euch. Großvater, aufgepasst, sei vorsichtig, sonst fällst du noch runter.
Soll ich losklöppeln? Ja, auf geht's, der Peter. Feuerwehrmann, Feuerwehrmann, Feuerwehrmann. Ah, da seid ihr ja. Na. Seht doch, Freunde, unser Clown macht wieder Theater. Hab euch gesindelt! Krielein! Krielein! Alle erwischt! Ich bin doch noch so jung! Bitte sehr, sie gehört dir, mein Freund! Gerade habe ich eine Fliege vernascht. Das bedeutet, ich bin ein richtiger Vogel. Ja, ein Vollvogel, du Pausenkasper. Krass, was für ein Zinken. Und jetzt flatter los. Ach, solch ein Schwachsinn. Er ist kein Vogel und er kann auch nicht fliegen. Fliegen, 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 fliegen. So, Törtchen, wir haben deinen Großvater runtergeholt. Dafür wollen wir ein Küsschen mit Zunge. Ja, natürlich. Ich bin ein Biber auf Kreuzzug.